Ja, das Thema Kooperation ist heute bei dieser Veranstaltung und prinzipiell auch in Ihrer Arbeit das große Thema. Es geht auch um Finanzierung von Forschung und Entwicklung. Und gibt es jetzt irgendwo Beispiele, haben wir für gute Technologien schon gesehen? Wo gibt es denn jetzt wirklich gute Beispiele, wie Industriebetriebe jetzt durch eine Kooperation mit einem sehr fokussierten Forschung- und Entwicklungspartner, wie es eben jetzt die AIT zum Beispiel ist, auch international erfolgreich sein können? Vielleicht, Entschuldigung, wenn ich Sie noch mal kurz unterbreche, obwohl Sie noch gar nichts gesagt haben. Das Thema heute der Podiumsdiskussion ist IT-Lösungen made in Austria. Können wir im globalen Wettbewerb erfolgreich sein? Ich würde mal sagen, ja. Die Frage ist aber, wie? Herr Leopold. Dankeschön für die nette Einführung und auch schönen Abend von meiner Seite. Es ist mir eine große Freude, so einen vollen Saal hier zu sehen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihr Kommen. Was wir hier versuchen, wir vom AIT gemeinsam mit dem VAFIS, aber auch unseren Kollegen und Mitstreitern, was ja ganz wichtig ist, von der Stadt Wien unter dem Titel Digital City, zu zeigen oder die Gegenthese anzutreten, und das haben wir halt rundherum aufgebaut, eine Art Hausmesse. Wir wollten unseren potenziellen Kunden, unseren Eigentümern zeigen, und wir möchten ihnen zeigen, zu welchen Ergebnissen unsere Forschungsarbeit eigentlich führen kann. Hier sehen Sie nicht nur Projektideen und Konzepte und Visionen, sondern lauter, über 20, glaube ich, Vorstellungen, die wir haben, Technologievorstellungen, einzelne Entwicklungen, die einen sehr hohen Reifegrad erreicht haben, wo man zusammenfassen könnte, Half-Time to Market und die halben Entwicklungskosten sind schon passiert, um mit viel weniger Technologierisiko auf den Markt zu gehen. So Technologie, die wir hier in Österreich entwickelt haben, wo wir die Rechte haben, wir können sie beliebig verändern, wir können sie beliebig mit Partnern in Produkten umwandeln und entsprechend auf einem internationalen Markt positionieren. Dazu braucht es aber Kooperationen, wir brauchen Industriepartner, die das Marktrisiko, die Vermarktungs- und die Produktentwicklungsprojekte machen, und das ist unsere Herausforderung, dass wir die im kleinen Österreich etwas besser, noch effektiver zusammenbekommen, um hier, weil wir als Forschungseinrichtungen Technologierisiko nehmen, Ideen haben, die aber auch umsetzen, aber auf den Markt natürlich nicht gehen können. Wenn ich jetzt auf die direkte Frage, was gibt es für Beispiele, dann würde ich jetzt zwei, drei Aspekte anwenden, wo Technologieentwicklung, die natürlich durchaus vor 5, 6 Jahren schon begonnen hat, heute international beispielhaft sind. Das erste ist unser kleinster mobiler Zahnscanner, Dentalscanner, den man vielleicht kennt oder vom Hörensagen. 2009 haben wir hier damit begonnen. Heute ist Made in Austria, ein kleines Kärntner Unternehmen, das am Anfang begonnen hat mit einer Idee, können wir mit dieser Bildverarbeitungstechnik so kleine Objekte wie Zähne, das auch kompliziert ist, mit dem Glasoberfläche Zähne vermessen mit dem mobilen Scanner? Ja, es geht. Mittlerweile ist einer der größten Dentalhersteller der Welt auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden, hat die Firma gekauft und jetzt übernehmen die den Vermarktungsprozess über ganz Österreich, und die werden es dann auch schaffen. Und wir haben mit einer Technologie, mit einer Bildverarbeitungstechnologie, nur als Beispiel, auf einer Genauigkeit von 20 Mikrometer können wir sehr flexibel kleinste Objekte vermessen. Klarer Erfolg. Oder das zweite Beispiel, unser Fahrerassistenzsystem über Kameratechnik auch für die Firma Bombardier. Hier auch ähnlich, vor 5, 6 Jahren die ersten Ideen, können wir sowas bauen. Und vor 2 Jahren ist ja Bombardier über die Presse auf den Markt gegangen. Wir sind die Ersten, die in Straßenbahnen ein intelligentes Fahrerassistenzsystem einbauen, Technologie made in Austria. Also hier zeigen wir, dass die Technik nicht immer aus China oder aus dem Silicon Valley kommt. Sie kann auch bei uns entwickelt werden. Und das sollten die Beispiele auch zeigen, dass wir sehr gute Ideen haben, sehr gute Leute haben, auch Technologie entwickeln. Und wenn man dann einen Industrialisierungspartner findet, das ist die Herausforderung, und an dem leiden wir ein wenig, dass das nicht so einfach ist, dann können wir auch zeigen, dass wir international führende Produkte auf den Markt bringen können. Ja, Herr Stanowski, wenn wir mit Ihnen gleich weitermachen, weil wir gerade mitten im Thema sind, auch das VAFIS hat jetzt auch schon Beispiele für international erfolgreiche Projekte, ja, durchaus vorzuweisen. Und welche Rolle spielen jetzt Forschung und Entwicklung dabei?
Also für Forschungseinrichtungen spielt natürlich Forschung und Entwicklung eine wesentliche Rolle. Vielleicht muss man aber da aufpassen, man muss Forschung und Entwicklung, das wird immer gemeinsam genannt, aber es sind zwei Seiten einer Medaille eigentlich. Die Forschung ist noch nicht so ergebnisgetrieben wie die Entwicklung dann, wo man genau weiß, was soll herauskommen. Aber um konkret zu benennen, wir haben also vor 10 Jahren für die Firma Microsoft gearbeitet. Sie kennen alle das Microsoft Virtual Earth. Ja. Da steckt viel Code vom VWIS drinnen, weil wir haben für die Firma Wechsel damals gearbeitet und vielleicht haben Sie die Zeitungen verfolgt. Die Firma Wechsel wurde jetzt über ein Management-Buyout, hat das Management von Microsoft wieder zurückgekauft. Ja. Also da haben wir international schon viel bewegt eigentlich. Das ist halt nicht so bekannt hier in Österreich. Wir arbeiten für das Howard Hughes Medical Center in den USA. Die machen ihre biologischen Datenbanken, werden mit einer Software vom VWIS dort ausgewertet und machen dort Entwicklungen. Das gleiche eine französische Forschungskooperation von einigen Forschungszentren, TFOR, die setzen auch die gleiche Software ein für ihre für die Entwicklungen für Biologen. Also da gibt es ein paar schöne Erfolge und natürlich arbeiten wir auch für internationale Unternehmen. Eine Firma Hilti, für die Stadt Köln arbeiten wir mit unserem Hochwassermanagementsystem. Aber viel mehr freut uns eigentlich, dass wir für internationale österreichische Unternehmen tätig sein dürfen. Okay. Und das vergessen wir immer. Wenn wir international sagen, dann denken wir immer gleich an ausländische Unternehmen, aber wir haben tolle internationale österreichische Unternehmen und da darf ich vielleicht nennen, eine Firma Zumtobel, eine Firma RHI, eine Firma AVL, und für die dürfen wir alle arbeiten. Und ich glaube, das ist das Schöne, weil die tragen natürlich diese Technologie, die wir entwickeln, dann in die Welt hinaus und das bringt eigentlich auch wesentliche Arbeitsplätze hier. Ja, ich habe dann noch später eine Frage für Sie, wie das prinzipiell auch mit dem Selbstbewusstsein österreichischer Firmen aussieht und auch, ob da nicht die Gefahr ist, dann ständig von den großen, wie jetzt ausländischen will ich jetzt nicht sagen, aber bleiben wir bei den internationalen Firmen, aufgekauft zu werden. Aber bevor wir in die Diskussion gehen, Frau Huemer, die Stadt Wien ist auch ein wichtiger Auftraggeber natürlich für Projekte und Sie sehen auch die Stadt Wien als Innovationshub. Wie schneidet jetzt Wien im Vergleich zu anderen Städten? In der Lebensqualität passt es. Wie schaut es bei der Innovation aus? Ab? Ja, also Wien hat im Jänner im Innovation Index den Rang 3 hinter London und San Francisco erreicht. Man muss aber dabei einschränkend sagen, dass natürlich da der ganz weite Innovationsbegriff verwendet wird. Und da haben wir einfach toll abgeschnitten. Und ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz tolle Ausgangsvoraussetzung. Wien, wie wir diese Woche alle gehört haben, ist auch die lebenswerteste Stadt wieder geworden. Aber es gibt auch Stimmen, denen ich ein bisschen nachhänge, die auch sagen, das Schlimmste, was einer Stadt, was die Innovationskraft betrifft, passieren kann, ist, dass sie die lebenswerteste Stadt ist, weil natürlich die Energie und quasi diese Kraft, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln, an Neues zu denken, natürlich darunter auch leidet und man dazu ein bisschen neigt, sich auch gleich wieder zurückzulehnen. Und daher haben wir ganz, ganz viel noch zu tun, was Innovation betrifft, gerade was die Technologien auch betrifft. Und Wien hat sich eine neue Innovationsstrategie gegeben, die Innovationsstrategie 2020, wo ganz, ganz klar definiert wurde, dass es ganz, ganz wesentlich ist, dass die Stärkefelder in Wien ausgebaut werden. Und ein Stärkefeld davon ist natürlich die IT, ein ganz, ein wesentlicher Faktor, aber auch die Life Science, die Kreativwirtschaft, die Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch, was ich ganz, ganz toll finde, die Physik und die Mathematik in vielen Bereichen. Und auf diese Stärkefelder sich zu konzentrieren,
konzentrieren, ist eine wesentliche Bedingung. Es geht aber auch darum, in der Stadt Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Forschung, Entwicklung gut unterstützt wird und möglich ist. Wir haben in die Strategie hineingeschrieben, und ich finde das irgendwie ganz, ganz schön, jede Idee soll in Wien die Möglichkeit haben, dass sie auch umgesetzt werden kann. Also das heißt, dass die Rahmenbedingungen für Forscherinnen und Forscher optimal sind, dass sie perfekt sind. Natürlich ein großes Thema ist immer wieder auch die Finanzierung. Das heißt, Förderungen, die Förderkulisse ist an sich extrem gut in Wien, in Österreich, in Europa. Es geht aber darum, die Fördermittel effektiv einzusetzen und auch flexibel einsetzen zu können und auch hier die Rahmenbedingungen einfach ein bisschen flexibler zu gestalten. Und natürlich ist auch die öffentliche Verwaltung massiv gefordert, was Innovationsermöglichung betrifft. Also es geht, da ist auch die Stadt Wien ganz extrem gefordert. Es geht darum, Living Labs zu ermöglichen. Es geht darum, Proof of Concepts zu ermöglichen. Und das sind so Ziele, die wir uns jetzt ganz, ganz verstärkt gesetzt haben. Und was natürlich ein großes Thema in Österreich ist, es geht auch um die Innovationskultur. Also wir sind einfach nach wie vor sehr, sehr stark geprägt von Kräften, die keine Fehler erlauben. Daher ist Fehlerkultur nicht wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Wenn man den Satz sagt, manchmal kann etwas auch gut genug sein, dann stößt man eigentlich gleich auf Irritation. Aber Innovation lebt genau davon, dass einfach einmal am Anfang vielleicht auch etwas nur gut genug ist und nicht gleich perfekt sein muss. Aber das betrifft aber auch gerade den öffentlichen Auftraggeber Wien. Ne? Ja. Also es geht wirklich um die Innovationskultur in der Stadt zu verankern und auch den öffentlichen Auftraggeber. Und als CIO einer Stadt wie Wien leide ich gerade besonders unter diesen starren vergaberechtlichen Bedingungen, weil manchmal haben wir als Stadt eine Idee und wollen sie einfach weiterentwickeln mit Kooperationspartnern, mit der Industrie, mit Forschungseinrichtungen und irgendwann sind wir aber an der Grenze des Vergaberechts und dann wird es einfach träge und sehr, sehr schwierig, Innovation auch auf den Boden zu bringen. Und das ist eine der wesentlichen Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu meistern haben. Ja, also Sie sprechen das Thema an, dass es schwierig als Auftraggeberin ist, auf Projekte oder auf Partner zu setzen mit einem recht hohen Forschung und Entwicklungsanteil, anstatt eine Lösung von der Stange zu kaufen, letztlich das Risiko für den Auftraggeber niedrig zu halten. Ne? Ja. Also da muss sich was ändern. Genau. Ja. Also da muss sich was ändern und es ist halt einfach oft so, dass wir als Stadt grundsätzlich einmal nur eine Idee haben. Ja? Und die will man dann weiterentwickeln und irgendwann kommt man aber in die Situation, man braucht ein Lastenheft, man braucht ein Pflichtenheft, man muss ausschreiben und die Idee, die gerade gut war, ist nach 2 Jahren leider nicht mehr wirklich gut. Ja. Und dann genau da stockt es dann einfach in der Innovation. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, sich vergaberechtliche Vorschriften genau in der Richtung auch anzuschauen und zu schauen, wo sind da die Grenzen, wo schränken wir uns selber ein. Natürlich bei aller Berücksichtigung von Compliance und all diesen Regelungen. Und danke mal für dieses erste Statement. Herr Dankl, wir wollen jetzt nicht heute ausschließlich über öffentliche Auftraggeber reden, aber Sie kommen aus der Ecke mit der Fabersoft. Wenn Sie vielleicht mal kurz auf Ihr Geschäft eingehen wollen, Fabersoft Cloud, was sind Ihre Spezialitäten? Sind Sie denn international schon erfolgreich? Ja, guten Abend. Für die Fabersoft, und das möchte ich mal kurz vorausschicken, sind 2 Daten ganz wesentlich. Wir sind 1988 gegründet worden, also in IT-Dimensionen ein Dinosaurier und sind 1999 an die Börse gegangen. Das erwähne ich deswegen, weil das gerade für die Internationalisierung aus unserer Sicht ein wesentlicher Punkt, nicht nur aus dem finanziellen Aspekt, sondern auch aus dem Aspekt der Offenheit und Transparenz eines Unternehmens ganz wesentlich ist. Und nach dem Börsengang haben wir uns sehr stark eben auf das Behördengeschäft, auf die Verwaltung von Akten bei großen Organisationen, insbesondere im öffentlichen Bereich, fokussiert. Und jetzt könnte man glauben, so ein wirklich eingesessenes, altgestandenes Softwareunternehmen, das hat jetzt nichts mehr mit Innovation und Forschung zu tun, aber das ist eben in unserer Firmenkultur ganz massiv verankert, dass wir laufend diesen inneren Drang haben, hier wirklich innovativ zu sein. Wir haben aber mit dem speziellen Aspekt als Produktunternehmen hier sehr viel auch aus eigener Kraft zu schaffen. Und so ist es in dem Fabersoft-Konzern ein sehr etabliertes und wie man auch, und das werde ich kurz dann auch noch erläutern, sieht, erfolgreiches Konzept, dass wir innerhalb des Fabersoft-Konzerns sozusagen als Inkubator neue Produktideen von der Pike weg über eine
durchaus umfangreiche Forschungstätigkeit dann entsprechend etablieren. Und da gibt es eben zwei Erfolgsbeispiele, die mittlerweile eben auch als eigene Business Units innerhalb des Faversoft-Konzerns geführt sind. Eines, das ist Mindbrace, das ist eine Suchtechnologie, die mittlerweile international höchst erfolgreich ist. Wir haben da auch gerade kürzlich erst ein ganz besonderes Glück gehabt. Also da geht es um Unternehmenssuche, semantische Analyse, Big Data-Anwendungen in Unternehmen. Google hat dafür ein Produkt gehabt, die Google Search Appliance, und vor 14 Tagen hat Google für einen Markt, der 4 Milliarden Dollar schwer ist, dieses Produkt eingestellt, mit der Argumentation, in Zukunft kommt alles aus der Cloud. Kunden brauchen... Aus Ihrer Cloud? Nicht aus unserer Cloud, sondern aus Sicht der Google, aus der Google Cloud. Okay. Nur was die vergessen, und das ist eben auch genau, warum mir so ein Forum hier besonders gefällt, ist, dass gerade in Österreich und insbesondere in Europa einfach die Anforderungen an Themen wie Datenschutz, Sicherheit doch etwas anders gelagert sind. Ja. Und also nur, das ist einfach so ein signifikantes Beispiel. Ja. Google hat diese Search Appliance abgekündigt und innerhalb von 14 Tagen hatten wir über 100 Anfragen von internationalen Partnern. Wir haben das natürlich auch marketingmäßig entsprechend ausgeschlachtet mit, das ist die neue Google Search Appliance, hier finden Sie sozusagen Trost und Hilfe, hatten wir internationale Anfragen von Mexiko bis Tokio. Und das ist jetzt natürlich ein Glücksfall, ich würde sagen ein Glück des Tüchtigen, weil man muss dazu sagen, an Mindbrace haben wir 10 Jahre lang entwickelt, ja, und da waren sicher 8 Jahre lang intensivste Forschung, Produktisierung, um hier auch wirklich auf den Punkt zu kommen. Und das möchte ich auch dazu sagen, ne, das ist ja auch eine schwierige Situation. Da hat man die Google, ne, die steht für Suche, die hat ein Produkt, das genau, du positionierst dich genau gegen dieses Produkt, aber mit der entsprechenden Konsequenz und mit diesem Verständnis, was sind Anforderungen in Europa, gerade in Bezug auf Sicherheit, kann man auch so erfolgreich sein. Und also ja, momentan schaut das wirklich so aus, als ob das so ein wirkliches Unicorn, also ein übermäßiger Erfolg wird. Und das zweite Thema, das insbesondere auch für mich relevant ist, ist das Thema Cloud im Sinne von Software as a Service. Auch hier sehen wir einen ganz klaren Zukunftstrend, logischerweise. Es ist jetzt keine Neuigkeit, dass die Zukunft im Cloud Computing liegt, aber auch hier ist für uns dieser ganz konsequente Fokus auf Sicherheitstechnologien, Verschlüsselungstechnologien, Datenschutzbelange ein wesentlicher. Und auch, das ist jetzt noch viel jünger als Mindbrace, also wir entwickeln die Cloud seit 3-4 Jahren, haben wir mittlerweile erste internationale Erfolge, wo wir sehen, dass genau dieser Fokus uns auch tatsächlich weiterbringt. Ja. Wenn Sie jetzt das Beispiel Mindbrace hernehmen, Sie sagen, es hat einige Jahre Aufbauarbeit gegeben, Entwicklungsarbeit viele, dort. Ja. Ja. Nach wie vielen Jahren war das ein Markterfolg, wo Mindbrace sich selbst erhalten konnte? Ich nehme mal an, da braucht man einfach einen langen Atem, wie Sie sagen. Ist das nur für große Unternehmen möglich? Wir werden dann den Herrn Gass auch noch fragen. Ja, also für die Mindbrace und für unser Unternehmen ist es sozusagen günstig, dass die im Umfeld des Faversoft-Konzerns tätig sind. Das heißt, wir haben keine finanziellen Probleme, keine Bankverpflichtungen, keine Investoren, die einem dreinreden, die nur auf einen Exit aus sind oder was auch immer, ja, sondern das ist der große Vorteil innerhalb der Faversoft, dass wir hier konsequent diesen Weg auch gehen können. Ja, einfach aus einem soliden Geschäftsteil finanziert. Genau. Das wird wohl und eben die Suche hängt ja mit Dokumenten, Akten irgendwie sehr stark zusammen. Nicht? Unsere Kunden managen Millionen, Milliarden von Dokumenten und klarerweise wollen sie auch suchen. Ja. Das heißt, ich habe hier auch sozusagen begleitend zu meiner Forschung und den Initiativen hier wirklich ein vollständig eigenständiges Produkt zu entwickeln, den Vorteil sozusagen von den Bestandskunden der Faversoft profitieren zu können. Das ist auch für die Cloud ein Vorteil, weil
Organisationen, die unsere Produkte einsetzen, intern im Dokumenten-Backbone als Aktenmanagement und die jetzt nach außen gehen wollen, im Zuge der Digitalisierung Geschäftsprozesse mit ihren Kunden und Partnern abwickeln wollen, ja, dann ist natürlich die Integration in die Fiverr Cloud perfekt. Und ich habe einmal hier den finanziellen Rückhalt aus diesem Ökosystem heraus. Aber es geht trotzdem hier eigenständige Produkte aufzubauen, die auch völlig unabhängig von der Fiverr-Welt dann auch funktionieren. Also das muss man auch in der Unternehmensorganisation ermöglichen. Ne? So eine große Organisation haben Sie noch nicht hinter sich, Herr Gasser, kleineres Unternehmen. Vielleicht wollen Sie ganz kurz auf Anyline und auf Ihr Unternehmen eingehen. Wer sind die Branchen, die Sie ansprechen? Genau, also zuerst schon mal danke für die Einladung. Wir sind sehr froh, da heute als Anyline da sein zu dürfen und da die Startup-Sicht jetzt da, glaube ich, auf das Podest ein bisschen zu bringen. Anyline an sich ist im Prinzip ein Software-Baustein, der auf mobilen Endgeräten, also Smartphones, verschiedene Bildverarbeitungsschritte einfach ermöglicht, und das Key Feature ist im Prinzip die Texterkennung. Und wir haben damals vor 2-3 Jahren angefangen, für Blutzuckermessgeräte diese zu digitalisieren. In Kooperation mit MySugar ist auch gefördert worden im Rahmen von einer Förderung, wo der Kern der Technologie entstanden ist. Und es war von Anfang an immer klar, dass das sehr gut funktionieren muss, weil MySugar stellt ein Medizinprodukt her. Das heißt, da geht es um das Ablesen von Blutzuckermessgeräten, die komplett zwar digital sind, aber nicht verkabelt mit der MySugar-App. Und MySugar hat das Problem gehabt, wie bekomme ich die Werte in meine App rein. Und wir haben dann im Rahmen von dem Erschaffen von der Technologie, das ermöglicht einfach mittels der Smartphone-Kamera, dass man über das Gerät hält, alle Werte innerhalb von ein paar Sekunden in das MySugar-Tagebuch zu bringen. Da war von Anfang an auch Unterstützung für eine ganze Anzahl von verschiedenen Geräten da, und somit haben wir den Kern geschaffen, ein dynamisches SDK zu bauen, das in verschiedensten Bereichen einsetzbar ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat etwas, was man manchmal eierlegende Wollmilchsau gerne nennt, dann kommt man an den Punkt, wo bringe ich das an, wie schaffe ich das den Leuten zu verstehen zu geben, in diesen Prozessen ist es sinnstiftend. Und wir haben uns danach sehr auf den Energie- und Utility-Bereich konzentriert, wo wir gelernt haben, ganze Prozesse zu verstehen und speziell nachher in dem Prozess der Selbstablese und Workforce-Ablese von den Zählerständen, die in widrigsten Bedingungen in Kellern, in Industrieanlagen verbaut sein, wo auch gerade im Bildverarbeitungsbereich kennt es jeder, man hat mit Reflexionen zu kämpfen. Man muss schauen, wie man die Daten perfekt rekonstruiert. Und das Ganze aber jetzt nicht auf einem Cloud-System oder wo unendlich viel Rechenleistung theoretisch zur Verfügung steht, sondern wirklich auf kleinen Mittelklasse-Smartphones, die das Ganze ohne Internetverbindung erkennen können. Können Sie jetzt generell auch über die Chancen für heimische Unternehmen, international erfolgreich zu sein, sprechen? Was sind die Hürden, die Herausforderungen? Wie ist es Ihnen jetzt beim Mobile World Congress in Barcelona gegangen? Genau, also wir sind jetzt von Sonntag bis kurz um 4 in Wien gelandet, am Mobile World Congress gewesen mit einem Team und haben dort auch im Rahmen von der Wirtschaftsagentur und ausstellen dürfen. Und das war für uns ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir haben Partner wie Epson dort wieder getroffen, zum ersten Mal auch persönlich die Entwickler, mit denen wir dort im Partnervertrag, im Rahmen von der Partnerschaft mit Epson zu tun haben, persönlich kennengelernt und damit auch die ganze Partnerschaft auf eine neue Ebene gehoben. Gleichzeitig ist es für uns, für die Internationalisierung wichtig, Partnerschaften zu schaffen, und auch gerade auf dem Mobile World Congress und auch auf anderen Veranstaltungen. Wir waren vor 1,5 Wochen in Essen auf der größten Energiefachmesse in Europa mit sehr großen Stand auch vertreten. Dort ist es wichtig, dass man Persistenz zeigt. Gerade als Startup hat man das Problem, ja, gibt es euch in einem Jahr noch? Das
wenn ich jetzt mit euch eine Kooperation mache, wenn ich jetzt quasi eine Schlüsselkomponente auf ein Startup auslege, dann habe ich ein sehr großes Risiko. Und wir waren jetzt das zweite Mal auf der eWorld in Essen und es sind Leute gekommen aus unterschiedlichsten Bereichen, die gesagt haben, ja, sie verstehen, was wir machen und jetzt wollen sie es machen. Und das, der wichtige Schritt war aber, dass wir zweimal mindestens schon dort sind, um mal die Vertrauensbasis zu schaffen, um dort quasi auch wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden. Das ist ganz ein wichtiger Schritt in der Internationalisierung, ja. Reputation. Ja, das habe ich heute von einem Besucher hier auch gehört. Beim dritten Messebesuch war dann klar, dieses Unternehmen gibt es auch noch länger. Genau. Man zeigt Stabilität. Ne? So, das erste Mal ist nur ein bisschen schnuppern, wer da ist. Ne? Genau. Und eine wichtige Lesson learned für uns war, auf der ersten eWorld letztes Jahr haben wir einen Messestand gehabt, der hat 3x3 Meter gehabt. Dieses Jahr haben wir den Messestand auch proportionell vergrößert. Und auch wenn man subjektiv als quasi der das vor einem Jahr gesehen hat und dann wieder sieht, alle Leute haben gemerkt, das wächst und da tut sich was. Gleichzeitig können wir auch am Messestand verkünden, dass man bei Ewi einfach, einer E.ON-Tochter, mittlerweile auch im App Store die Technologie für die Selbstableser wertstiftend integriert ist. Das heißt, das ist für uns in dem gesamten Energiebusiness ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja. Also der nächste Schritt ist dann die halbe Halle, die gemietet wird. Hat man auch heuer gesehen. Ne? Das hat man auf Mobile World Congress gesehen, ja. Herr Huemer, Sie sind jetzt seit 22 Jahren am österreichischen Markt unterwegs als IT-Dienstleister und sind auch bei Kunden meist in einer Vertriebsrolle unterwegs, haben Sie mir erzählt. Wie geht es denn den österreichischen Kunden jetzt mit auch heimischen Entwicklungen und heimischen Projekten? Setzen wir dann nicht doch lieber von Produkten auf Produkte von der Stange? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also das ist eine ganz schwierige Frage, nämlich dahingehend, weil es ist eine Kulturfrage. Und leider Gottes waren meine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren in diesem Umfeld nicht immer nur positiv. Ja. Fakt ist, dass es österreichischen Start-up-Unternehmen wirklich sehr schwer gemacht wird, ja, in Österreich Fuß zu fassen. Die Skepsis ist wahnsinnig groß. Mich begleiten solche Aussagen von großen CIOs. Sie verstehen aber schon, dass wir als großes Unternehmen keinem Unternehmen unser Vertrauen schenken dürfen, das 20 Mitarbeiter hat. Ja? Jetzt ist man aber mit 20 Mitarbeitern in Österreich durchaus schon in einem kleinen Mittelstand. Ja? Ist man etabliert. Ja. Oder Sie verstehen schon, warum wir dieses Projekt einer IBM oder einer HP geben. Es kostet 2 Millionen, aber wenn es schief geht, kann man mir nicht den Vorwurf machen, ich hätte ja nicht die Besten genommen. Ja, und da sind wir wieder bei dieser Fehlerkultur, die in Österreich einfach nicht vorhanden ist. Ja, und dieses Scheitern. Und es ist notwendig, Mut zu zeigen, österreichischen Unternehmen das Vertrauen zu schenken und zu sagen, wir probieren das jetzt mit dem, um österreichische Technologien auch zu fordern und zu fördern. Weil die auch dem internationalen Vergleich standhalten, meinen Sie? Das kann man aber pauschal nicht sagen. Ne? Naja, ich habe mir einige Lösungen angeschaut, weil ich ja natürlich vertriebstechnisch sollte man die Dinge verstehen, die man verkaufen möchte, ja, aus einer Überzeugung heraus. Und ich habe mir sehr viele österreichische Lösungen angeschaut und ich bin davon überzeugt, dass wir den Vergleich standhalten, die Technologien, die wir hier entwickeln, sowie die AIT, die ich kennenlernen durfte und die Technologien, die da entwickelt sind, man muss sich nur beschäftigen damit. Ja. Und ich habe den großen Vorteil, die Chance ergriffen, dass ich ein österreichisches Security-Unternehmen gekauft habe, bevor es an internationale gegangen ist, um dann wieder die Wertschöpfung nicht im Land bleibt und auch nicht die Erträge und die Gewinne im Land bleiben. Ich glaube, auf das müssen wir auch etwas wirtschaftlich denken, dass wir genau auf das schauen, dass wir unsere Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich halten. Ja,
Also gerade im Sicherheitsbereich natürlich auch wichtig, hier eine Wertschöpfung in Österreich und in Europa zu haben. Herr Leopold, jetzt ist auch ein bisschen das Selbstbewusstsein auch angesprochen worden. Will man auf österreichische Unternehmen setzen oder nicht, um letztlich auch eine Internationalisierung von Produkten zu ermöglichen? Jetzt tut sich das AIT in seiner Größe und in seiner Bekanntheit wahrscheinlich, ich sage jetzt mal relativ leicht, ist jetzt profan gesagt, aber leichter als jetzt ein kleines Start-up, um international zu reüssieren. Wie steht es denn jetzt um das Selbstbewusstsein der kleinen Startups und der Unternehmer prinzipiell? Ich leide zwar persönlich nicht so an mangelndem Selbstbewusstsein, aber die mich kennen, aber ich stelle jetzt eine These auf, und das ist mir echt ein Anliegen, wenn ich das mit Ihnen teilen darf, das ist mir wirklich ein Anliegen, das zu diskutieren. Ich bin schon manchmal persönlich sehr getroffen und sehr enttäuscht, Sie sagen zwar großes AIT, aber ich komme oft als sehr, sehr kleiner Startup vor, wenn man behandelt wird. Weil ich beobachte, und es schade, dass wir jetzt nicht unsere E-Participation-Applikation, die wir drüben auch dargestellt haben, die wir gebaut haben, verwenden. Das nächste Mal, wenn wir das einbauen, dann können wir umfragen. Die theoretische Frage wäre, wie viele von Ihnen glauben wirklich, wenn man anonym abstimmt, dass das, was eine Forschungsorganisation wie das AIT oder auch das VRF ist, wenn wir das entwickeln, dass das wirklich was Besonderes ist. Oder nicht eh nur, was jetzt bei uns ist, und das kann man eh schon lange in China oder in Amerika drum kaufen. Meine These wäre, 3/4, ihr glaubt es nicht, dass das was Besonderes ist. Das ist meine Vorurteil. Aber nicht hier im Raum, oder? Vielleicht, hier zuerst, genau. In Österreich ist es oft so. Ich habe es öfters gehört, jetzt bin ich seit 7 Jahren da. Warum machst du das? Das gibt es doch eh überall schon zu kaufen. Erstens, man könnte es jetzt sagen, komm, immer dann, wenn ich es geschafft habe, schaust du an, beschäftige dich damit, wie der Holmer gesagt hat, schaust du an, beschäftige dich damit, kommt man drauf, das ist eigentlich schon Wahnsinn, das gibt es in dieser Form noch nicht. Und ich habe die 3 Beispiele vorher erwähnt, der Vertriebsweg dazu mit den 3 Unternehmen, die ich vorher gesagt habe, hat lange gedauert. Sie sind jetzt die Ersten auf der Welt und es gibt keine Konkurrenz, die Ihnen das bis dato haben, das ist schon was Besonderes. Wenn ich noch was zweites Beispiel nehmen darf von Größenordnungen, was klar wir auch und viele noch nicht verstehen, wenn ich nur das Beispiel Grenzkontrolle hernehme, wo man 2000, ich glaube, man hätte mich verrückt erklärt, wenn ich in Strategiebewerb gesagt habe, wir machen was mit Grenzkontrolle. Wir haben in Europa gar keine in Österreich keine Grenzkontrolle, keine Schengen-Grenze und so. Mittlerweile würde man sagen, zum Thema Grenzkontrolltechnologien an Flughäfen ist der Standort Österreich mit den Projekten, das wir vom AIT hier gestalten über die letzten 7 Jahre, das ist als Eigendefinition, kann man gleich belegen, zum europäischen Kompetenzzentrum geworden. Wir haben eine Summe von ca. 28 Millionen Euro Projektbudget, die nur wir, meine Mitarbeiter am AIT, in verschiedensten Aspekten von Sensorik, IT-Systemen, an Flughäfen, Grenzkontrollsysteme mit den Behörden, die wir hier bearbeiten. Mittlerweile haben wir die Landgrenze, die Seegrenze, die Fluggrenze. Die Frage, wie kann man es noch bequemer machen, damit die Personen schneller durchgehen, es sicherer machen, all diese Aspekte. Wer hätte sich das gedacht, dass wir uns das erarbeitet haben? Oder das zweite Beispiel, wenn ich, glauben Sie mir, diese Art von Werbung mache, um uns zu zeigen, wo wir sind, wenn ich das Beispiel auch Cybersecurity hernehme, haben wir vor 7 Jahren auch mit 0 begonnen. Auch da haben wir mittlerweile Projektbudgets in Summe, wenn ich zusammenzähle, 23 Millionen Euro, dass wir hier in diesem Bereich investieren. Hier haben sich große Teams entwickelt, hier ist Know-how da und auch Technologiebausteine. Das Problem, was wir haben, ist, es gibt viel zu wenig Selbstvertrauen aus meiner Sicht, dass man erstens, dass das was ist, was besonders ist und zweitens, dass man dann wirklich am internationalen Markt das auch gemeinsam, wenn man es vermarktet und ein Produkt hinausbringt, dann wirklich funktioniert. Dieses Selbstbewusstsein, das fehlt mir ganz massiv in Österreich und das wäre heute ein kleiner Beitrag, ein Ansatz von uns, glaube ich, das ein bisschen zu diskutieren, ob man nicht an diesem Selbstbewusstsein arbeiten könnten, weil Zusammenfassung, wir haben sehr gescheite Leute, die alles wissen auf dieser Welt. Wir haben auch in dem Sinn, aus meiner Sicht, funktioniert das Innovationssystem sehr gut. Es wird sehr viel getan, es wird gefördert. Die öffentliche Hand, wir alle gemeinsam zahlen damit ein, übernimmt ihre Aufgabe. Es gibt Organisationen wie wir, die etwas machen dürfen. Wir machen es auch. Der dritte Schritt, dann aus einem Produkt zu machen und das auf den Markt zu bringen, an dieser Schnittstelle, an diesem Mechanismus müssen wir arbeiten, da könnte man mehr tun. Und Selbstbewusstsein war der erste wichtige Schritt, um hier einen Schritt schneller und rascher voranzukommen.
Ja, also ich sehe schon, hier mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Herr Stanowski, ebenso wie das AIT sind Sie eben auch Partner der Wirtschaft. Es geht ja jetzt nicht darum, dass jedes Unternehmen seine Produkte selbst neu erfinden muss. Aufgrund der Digitalisierung ist die IT und hat auch Informations- und Kommunikationstechnologie in ganz viele Bereiche Einzug gehalten. Wir haben heute viele Visualisierungslösungen und auch Sicherheitstechnologien dazu kennengelernt. Was raten Sie jetzt oder wie kann denn so eine Zusammenarbeit mit Forschung und Entwicklung mit spezialisierten Unternehmen wie Ihrem gut funktionieren? Was kann man da Unternehmen raten? Muss man da auf jeden Fall viel Geld in die Hand nehmen, um auf sie zuzutreten? Also im ersten Schritt geht es darum, dass man sich einmal 1-2 Stunden Zeit nimmt und mit gescheiten Köpfen sich zusammensetzt. Am Beginn jedes guten Produkts oder einer Entwicklung steht, dass zwei Menschen oder mehrere Menschen miteinander reden. Der eine hat einen Bedarf oder eine Fragestellung. Der andere kann vielleicht dazu etwas beitragen oder es stellt sich sofort heraus, na, wir sind nicht die Richtigen. Aber dieses Gespräch ist das Wichtige. Und die Schwierigkeit da ist es eigentlich, Unternehmen propagieren ihre Fragestellungen nicht in der Zeitung. Kein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren das und das neue Produkt, diese Problemstellung bei mir lösen oder das bei mir optimieren, weil die natürlich auch in einem Markt leben und die wollen nicht, dass die Konkurrenz weiß, was das Unternehmen denkt. Ja? Und wir haben gute, tolle Leute, die den Kopf voll mit Ideen und Möglichkeiten haben und wir finden nicht zusammen. Und genau so eine Veranstaltung hier soll eigentlich helfen, dass man zusammenfindet. Wir zeigen, was wir momentan können und was wir tun und Unternehmen können sich das anschauen und sagen, ah, das könnte unter Umständen interessant sein, das passt und dann kommen Menschen ins Gespräch und wenn die Menschen miteinander reden, dann kommen sie auf gemeinsame Lösungen und kommen vielleicht drauf, hallo, wir sollten vielleicht in Zukunft was gemeinsam tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich auch für uns und da darf ich vielleicht noch dazu sagen, das ist natürlich mit internationalen Unternehmen für uns als österreichische Einrichtung ein bisschen schwerer, weil wo muss ich da hinfahren, dass ich mit jemandem reden kann, die ich ja kaum finden kann oder wo dieses Zusammenkommen von diesen Personen so eigentlich ein seltenes Ereignis ist. Ja? Aber wie gesagt, einfach einmal miteinander reden und wenn jemand dann erkennt, hallo, das ist die richtige Lösung für mich, dann findet sich wahrscheinlich auch eine Finanzierung, wenn es sich rechnet. Ja? Und wenn es sich nicht rechnet, dann lässt man es eh bleiben. Ja. Ja? Ganz einfach. Zum Thema Finanzierung, Forschungsförderung, was wäre so die ideale Förderung nach dem Gießkannenprinzip, um alle daran teilhaben zu lassen? Oder sind Sie dafür, dass man nur noch Visual Computing fördert? Ja, okay. jetzt. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Ja? Aber nein, ich glaube schon, man sollte die Stärken ausbauen, weil man kann nur mehr über Qualität eigentlich sich im Markt verbessern und wenn man die Industrie unterstützen will, dann muss man auch sozusagen international ein Know-how mitliefern, wo auch die Unternehmen entsprechend gute Qualität im forscherischen und im Know-how-Bereich bekommen. Das muss irgendwann einmal erarbeitet werden, ja. Und wir brauchen in gewissen Bereichen Spitzen, wo wir sozusagen Spitzenleistung in Österreich haben, weil wenn man nur ein bestimmtes niedriges Niveau hat, dann wird man nirgendwo auch industriell Produkte international verkaufen können. Ne? Also wir brauchen diese Spitzen und wahrscheinlich muss man sicher die Stärken stärken, aber natürlich auch immer schauen, gibt es irgendwo neue Dinge, die sich entwickeln, ja, Startups, Anyline und solche Dinge, wo man dann sagt, hallo, auf das müssen wir auch achten, weil aus so etwas kann natürlich auch eine Spitze entstehen. Ja, und wenn es Partnerschaften sind im Endeffekt, es geht immer darum, dass sich mehrere Köpfe zusammensetzen. Ne? Ja. Allein in seiner Kemenaten ist noch kaum was passiert. Ja. Frau Hemer, welche disruptiven Trends sehen Sie jetzt auch, die den Innovationsstandort Österreich prägen, vielleicht auch besonders aus Ihrer Sicht als CEO der Stadt Wien? Mhm. Also für mich sind zwei Trends besonders bedeutend. Das ist einerseits der IT-Druck, auf der zweiten Seite Robotik. Das sind für mich die Themen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren neben den schon anderen disruptiven Trends den Arbeitsmarkt, den Wirtschaftsstandort Wien nochmal ganz signifikant auch verändern werden.
zum Beispiel 3D-Druck, wenn man mittlerweile weiß, dass Zahnersatz mit 3D, also durch 3D-Drucker produziert wird, Hörgeräte durch 3D-Drucker produziert werden. Diese Woche hat man lesen können, dass mittlerweile auch Gewebe gedruckt werden kann, das heißt auch in der Medizin an ganz großer Bedeutung gewinnen wird, dann ist das ein disruptiver Trend, der wirklich für massive Disruption sorgen wird. Und gerade für mich ist immer der Zahnersatz so ein gutes Beispiel, weil letztendlich der Zahntechniker ist jetzt schon ein hochqualifizierter Beruf. Und der wird aber jetzt auch schon mit 3D-Druck angegangen. Und daher ist es einfach so wichtig, diesen Trend zu erkennen und ihn aber auch als Chance zu begreifen, weil letztendlich, wenn uns bewusst wird, dass wir für diesen Beruf in Zukunft einfach eine digitale Kompetenz brauchen, das auch in die Ausbildung hineinbringen, dann können wir da auch am Standard realisieren und da auch besondere Leistungen zu bringen. Und daher ist für mich 3D-Druck und diese ganze Makers-Bewegung, die verändert zwar die Wertschöpfungsketten, wenn wir aber klug und geschickt damit umgehen, können wir das Thema auch gut für den Standort nutzen. In unserer Initiative Digital City hat sich genau aus dem Grund ein Projekt herauskristallisiert, das heißt Industrie mit Makers, das ist auch das AIT an Bord. Da geht es im Grunde genommen darum, eine Vernetzung der Industriekonzerne mit der Makers-Bewegung, das heißt Industrieunternehmen bzw. Forschungseinrichtungen wie das AIT, aber wie eine Frequentis oder eine Infineon geben Briefings aus, was 3D-Druck betrifft, was Robotik betrifft, was Internet of Things betrifft, und es wird eine Challenge geben, und ich denke, das kann dem Standard unglaublich viel Bereicherung bringen. Mhm. Herr Dankel, was ist Ihrer Meinung nach, oder wo liegen Ihrer Meinung nach die Potenziale jetzt für heimische Startups? Wenn wir jetzt von der Maker-Bewegung reden, das ist ja prinzipiell ein sehr positiver Hype. Es werden sicher nicht alle neuen Produkte und Firmen in einen riesen Geschäftserfolg aufgehen, aber wenn nur ein Teil davon funktioniert, sind wir sehr gut dran als Innovationsstandort. Was raten Sie diesen Unternehmen? Ich möchte vorab noch kurz auf dieses Thema Selbstverständnis und so weiter kurz eingehen und der Frage stellen, wer von Ihnen hat im letzten Jahr voller Stolz ein niegelnagelneues Nokia-Telefon gekauft? Kann man das noch? Kann man das noch, ja. Umso schlimmer, nicht? Oder wie lange wird es noch cool sein, einen BMW, mein VW will ich gar nicht mehr erwähnen, oder Mercedes als Dienstfahrzeug zu haben und nicht einen Tesla? Und das sind sozusagen die übergeordneten Themen, die es enorm schwer machen, dieser reichhaltigen Quelle an Forschung, an Ideen, an Potenzialen, hier wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Ja? Weil am Ende des Tages läuft es, ich will jetzt nichts an die Wand malen, nicht? Aber irgendwann einmal wird Epson das Ding kaufen, wenn das wirklich erfolgreich wird oder auch nicht. Also die Faversoft hat sich immer gewehrt gegen solche Dinge und ist damit gut gefahren, aber jetzt will ich nicht konkret auf das Beispiel eingehen, aber das ist so das tragische Schicksal von vielen Innovationsbestrebungen in Österreich und generell in Europa, dass die Dinge dann gekauft werden, teilweise dann versanden, irgendwo verschwinden. Und das ist irgendwie das, was mir ein bisschen traurig stimmt, wenn ich jetzt Empfehlungen geben soll, was ein Startup jetzt großartig tun soll, ja? Weil es da einfach an den Rahmenbedingungen, gerade in Europa, sehr schwer ist, hier wirklich so einen sinnvollen, großen Erfolg zu haben. Ja? Also es geht da jetzt nicht um ein paar tausend Euro oder ein paar tausend Installationen, sondern etwas, wo man wirklich dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt ein nachhaltig erfolgreiches Produkt. Aber was ich auf alle Fälle glaube, und da setzt auch die Faversoft drauf, ist es, und das sieht man auch hier an dieser Veranstaltung, dass dieses Verständnis für Sicherheit, für Datenschutz kombiniert mit einem konkreten Lösungsfokus, da gefällt mir eben auch das, was Sie gesagt haben, mit der eierlegenden Wollmilchsau, wo man immer beschreibt ist, gerade in der Forschung, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Also es ist für mich ein ganz klarer Punkt, sich zu fokussieren, eine Lösung auch immer im Auge zu behalten. Und so einen Lösungsfokus kombiniert mit Sicherheitstechnologien, das ist etwas, was
was für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist, egal in welchem Bereich man dann eben als Startup seine Idee umsetzt. Klarerweise gehört klassisch können diese IT-lastigen Industrien, Verkehr, Automobilindustrie ist da ein ganz wesentlicher Aspekt und auch Gesundheitstechnologie haben wir auch schon gehört. Energiewirtschaft zunehmend, ne? Das sind so Dinge, wo ich wirklich ein großes Potenzial sehe. Ja. Herr Gasser, wie lang ist Ihr Atem? Und ist Ihr Ziel, gekauft zu werden oder wollen Sie den Weltmarkt eigenständig erobern? Also im Prinzip geht es in allererster Linie mal darum, die Kunden glücklich zu machen und mit unserer Technologie das ist schön, ja. erfolgreiche Kunden zu haben, weil es gleichzeitig für uns natürlich auch den Erfolg bringt. Die Frage, ob das jetzt Exit-getrieben ist oder nicht, das lasse ich einfach einmal im Raum stehen. Darauf kann ich keine wirkliche Antwort geben. Was den Atem aber betrifft, war es jetzt auch in den Medien zu lesen. Da haben wir unseren Atem jetzt gerade wieder gut verlängert. Ich denke, es ist in Österreich selbst für Startups die größte Herausforderung, die Mitarbeiter an sich und auch die Bezahlung der Mitarbeiter und auch das Thema, wie incentiviert man die Mitarbeiter. Wenn man denkt, wir als quasi doch sehr softwarelastiges Unternehmen haben wenig Hardware, wir haben ein paar Dashgeräte, jeder hat Computer, aber unsere Payroll ist im Prinzip das, wo auch der lange Atem oder der Atem sich verkürzen kann. Und da denke ich, dass die Atemdauer wirklich davon abhängt, ob man da vielleicht flexiblere Strukturen schaffen kann, besonders für Startups, was Arbeitszeitmodelle betrifft, was Bezahlung betrifft und was das Rückführen quasi von laufenden Kosten, dass man die auf die Art und Weise auch den Atem verlängern kann. Es geht darum, ein Produkt zu bauen, es geht darum, an Revenue und an Wert zu stiften. Das ist keine gerade Autobahn, die man entlangfährt, sondern da nimmt man viele Kurven und da muss man natürlich auch schauen, dass da wirklich der Sprit nicht ausgeht. Ja, das Erfolgsbeispiel Anyline lässt sich wiederholen für Sie. Wenn wir eine Zeitmaschine haben, sehr gerne. Herr Hoemer, ich glaube, einige von uns kommen aus der Zeit der Sendung Made in Austria, wie es gesagt worden ist. Braucht man sowas wie einen Günther Toller, einen männlichen und einen weiblichen in der IT-Industrie wieder, um das hervorzukehren? Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat das die Wirtschaftskammer, glaube ich, damals gemacht. Aha, ich kenne es noch von Dollar. Ja. Also, wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, ja, wie ist denn diese Sendung, glaube ich, entstanden? Damals war Made in Germany, das war was wert, das war gut und da hat, glaube ich, der Markt nachgezogen und hat gesagt, wir brauchen sowas auch und so ist eigentlich Made in Austria damals entstanden. Über das Logo kann man, glaube ich, kann man reden. Hat sich eingeprägt. Hat sich aber eingeprägt, ja. Man weiß es nach 20 Jahren noch immer. Ich bin davon überzeugt, dass wir so etwas wieder herbeiführen müssen. Und wir müssen in den österreichischen Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Hand, und ich bin auch oft als Bieter in öffentlichen Vergaben tätig, und es ist eine Katastrophe, wir müssen wirklich Awareness schaffen, dass Made in Austria wirklich wieder was wert ist. Ja. Und was mir so gefällt, die Schweizer, ich habe 7 Jahre in der Schweiz gewohnt, machen uns das wirklich hervorragend vor, weil die Schweizer kaufen einmal prinzipiell in der Schweiz. Und wenn es in der Schweiz nicht gibt, dann kaufen sie woanders. Ja. Und das haben wir in Österreich nicht. Weil der Österreicher kauft lieber im Ausland, ja, als wir das in Österreich kauft. Und ich bin davon überzeugt, dass eine Amazon und andere große Industrie- und Marktshops ihre Gewinne nicht in Österreich abliefern werden, damit wir unser Sozialsystem am Leben erhalten. Davon bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, das müssen wir selber machen. Und wenn wir wissen, wir laufen in ein Problem, und wir können das nur selbst lösen, dann müssen wir alle ein bisschen zusammenhelfen. Und das sind die Unternehmer in Österreich, das ist die Grundeinstellung, das ist die öffentliche Hand, die wir ein bisschen wachrütteln müssen,
dass auch das Vergaberecht auch primär österreichische Unternehmen fördert. Ja, das geht also in so Bereiche wie sogar Lebensmittel, ne, wo es jetzt auch ein Umdenken gibt, wo kommt das Lebensmittel her, das ich einkaufe, müssen nicht nur IT-Systeme sein, weil wenn weiter so wahnsinnig globalisiert konsumiert wird, dann gute Nacht. Ne? Das wird sich nicht ausgehen. Das bin ich völlig bei Ihnen. Ja. Wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich auch lieber eine Almbutter und ein österreichisches Produkt oder einen österreichischen Schuh. Ja. Und ich glaube, wenn wir in diesen Bereichen österreichische Produkte wertschätzen, dann sollten wir es auch in der Technologie machen. Ja, bitte. Ich möchte nur dazu sagen, dass ich trotzdem glaube, dass dieses Made in Austria ein bisschen zu kurz gegriffen ist, weil es ist ja auch das Thema, glaube ich, dieser Podiumsdiskussion, da geht es ja auch um Internationalisierung und dieses Schrebergartendenken in Österreich gerade für diese Potenziale, die wir haben, zu eng ist. Und man sieht ja auch Beispiele, Sie haben Vergaberecht erwähnt. Ne? Das ist einfach schwierig, aus diesem Österreich dann auch auszubrechen. Und es muss zumindest innerhalb Europas hier die entsprechende Grundlage geschaffen werden, sodass man auch eine Chance hat, eine realistische als österreichisches Unternehmen wirklich erfolgreich zu sein. Österreich ist zu klein, wenn man, um zu sagen, dass okay, wir sozusagen forschen für uns selber und wir kaufen unsere Produkte selber. Ja, das ist bei Bergbauern vielleicht noch die Perspektive, aber es geht ja hier um IT und man muss sich auch vor Augen halten. Ja. Das wird, glaube ich, noch viel zu wenig verstanden. IT ist die tragende Technologie in allem, was uns in Zukunft bestimmen wird. Wir reden von Internet of Things, wir reden von Big Data, von Industrie 4.0. Das heißt, das ist die Kerntechnologie. Das ist auch im Auto so. Der Computer im Auto wird das wesentliche Element sein und nicht das Fahrgestell oder der Reifen. Ja? Und wenn wir es schaffen wollen, mit dem, was wir da Tolles erforschen und erfinden und beginnen als Pflänzchen da aufzuziehen, dann wird es nur dann auch international erfolgreich sein können, wenn wir da es schaffen, in Europa einen homogenen Binnenmarkt zu schaffen, eine klare Vertragsregelung, eine klare Vergaberegelung in ganz Europa. Und solche Dinge, die sind ganz wesentlich für dieses Thema Internationalisierung. Herr Leopold. Ja, ich möchte da was ergänzen. Also mein Anliegen ist auch, wenn man Selbstvertrauen nicht fällt. Aber was ganz da gut reinpasst, ist an einem Beispiel. Und ich glaube, das kennt jeder das Beispiel und verwendet es wahrscheinlich auch selber als das große, ultimative Ziel und super Beispiel, das Google-Auto. Das fährt selber und ist doch super, oder? Alle reden davon. Ich glaube, keiner in diesem Saal weiß, dass auch das Google-Auto, Hightech, Made aus USA, Silicon, was weiß ich immer, wie viel Geld da reingeht, wie viele Forscher dran sind. Bei Schlechtwetter und bei Regen fährt es nicht. Weiß nicht, ob Sie das wissen. Im Dunkeln geht es genauso nicht. Und am Dach oben hat es einen Laser. Mit dem Laser wird man nie in der echten Welt fahren können, aber der Laser ist teurer wie das ganze Auto. Das wird nicht praktisch sein, wird auch nicht billiger werden. Aber wir reden seit mindestens 5 Jahren von dem super Hightech. Wenn wir das in Österreich gebaut hätten, wären wir ganz sicher hier belächelt worden als ein klassisches Forscherauto. Das kann man nicht verwenden. Und genau dieser Unterschied macht mich verrückt, dass es Eigenwerbung ist. Bei uns, wir haben, das erlaube ich mir jetzt noch zu sagen, zum Thema autonomes Fahren, wischenbasierende Sensorik, traue ich mir sagen, sind wir hier beim AIT ein Kompetenzzentrum geworden. Wir haben in diesem Jahr noch vor, einige, ich kann nicht alle Firmenpartner, möchte auch nicht nennen, weil wir auch da logischerweise vertrauliche Entwicklungen machen möchten, in diesem Jahr noch einige Schritte dabei machen, wo wir bei Sonderfahrzeugen, sage ich mal, hier das autonome Fahren wirklich auch ins Leben bringen. Das andere lustige im Sinne von mangelndem Selbstvertrauen, ich rede dieses Thema schon seit 3-4 Jahren. Bis heute haben wir es nicht geschafft, irgendwo auch nur annähernd eine Teststrecke, ein Testgebiet, ein Testgelände zu haben. Lustig. Woran scheitert es? Ist kompliziert, man kennt sie nicht aus. Irgendwie haben sie in Amerika geschafft, das Auto von der Straße fahren zu lassen. Rechtliche Thema, Bedenken, Versicherungen, keine Ahnung. Wir setzen uns nicht zusammen, um dieses nicht technische Thema zu lösen. Ja, dann werden wir aber auch da, jetzt im Sinne derer, die dran was entwickeln, versuchen das auszuprobieren, natürlich nie weiterkommen. Das ist auch so ein super Beispiel, wo ich jetzt unendlich fortführen kann. Da gibt es viele. Einen letzten Satz noch, jetzt an dem Beispiel auch Startups und wie man mit uns arbeitet, um ein bisschen zu erklären.
Ich habe vorher das Beispiel mit dem Zahnscanner gebracht. Ja, da ist es passiert. Technologie made von uns. Ein Startup in Kärnten hat begonnen, ist jetzt übernommen worden. Jetzt könnte man sagen, ja, Technologie ist weg, gut. Wenn die dann diesen Zahnscanner verkaufen, verdienen wir wieder die Lizenzen, das kommt wieder retour. Aber so schlimm ist auch nicht. Bitte nicht vergessen, das ist hier ein Team, das geht hier um kritische Masse, Know-how im Lande. Die Technologie ist die gleiche, ob man sie jetzt im Zug oder in der Straßenbahn oder sonst wo einsetzen. Wir haben hier Kompetenz, wir können das in jede beliebige Form, aus dieser Kernkompetenz, 3D-Bildverarbeitung, wo wir gut sind, können wir in jeden Markt eintreten, wenn wir einen Partner haben. Das Gleiche habe ich im Cyber-Security-Bereich, das Gleiche haben wir im Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitungsbereich. Wir sind Kernkompetenzen, wo viele Produkte daraus wirken. Es ist mal im konkreten Detail egal, ob das Startup verkauft wurde aus dem Produkt, was worden ist oder nicht. Wir sprechen von Kernkompetenzen, Know-how, wo wir Technologien angreifen können, bauen können, verändern können und in verschiedene Märkte gehen. Aber in diese verschiedenen Märkte gehen, geht nur mit einem Partner. Und darum ist es die große Frage, können wir Partner finden, die mit uns dieses Abenteuer sich trauen, aus Österreich heraus eine weltweit führende Rolle zu übernehmen. Ja, dann danke mal. Jetzt haben wir die Zeit eigentlich schon weitgehend ausgereizt mit den zwei Runden. Wir laden auch Sie ein mit Fragen oder mit Statements. Wir wollen es vielleicht nicht überstrapazieren. Die Herren stehen nachher vielleicht noch ein bisschen zur Verfügung, auch für Gespräche. Gibt es eine Frage, gibt es ein Statement? Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, aber ich denke, so letzte Chance vorbei. Wir haben eigentlich das Ganze schon sehr breit diskutiert. Herr Stronowski, ich überlasse Ihnen vielleicht noch das Schlusswort zu dem Thema. Ja. Völlig unvorbereitet. Ich habe schon gesagt. Nein, passt. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal an die Veranstalter ART und VR Wies im Namen des Medienpartners Report Verlag und auch an die Partnerwirtschaftsagentur Wien und der Plattform Digital City. Bedanke mich bei den Diskutanten, bei der Diskutantin. Bleiben Sie nachher noch ein bisschen bei uns. Es gibt noch Buffet und Networking wird auch noch aufgetischt sozusagen. Wir haben das Selbstbewusstsein, auch international erfolgreich zu sein, wie ich hier auch sehe. Wir haben hier gute Vertreter und gute Vertreterinnen. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit im Laufe des heutigen Tages. Wünsche noch einen schönen Abend.